Frank, erstmal schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier den exquisiten Platz zur Verfügung gestellt hast. Das ist ja nicht meiner. Und würde ich direkt mit der ersten Frage beginnen. Würdest du mal in kurzen Worten bitte erklären, wie du den Weg an die Börse gefunden hast und auch dann zum Fernsehen? Ich denke, dass das die Leute durchaus interessiert. Das ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich hatte eigentlich Pflanzenzucht und Genetik studiert. Das hat mit Börse relativ wenig zu tun. Und da ich ja aus dem Osten komme, war es damals gar nicht möglich, ohne dass meine Eltern bei der Stasi gewesen sind oder wir gute Beziehungen in die Partei gehabt hatten, überhaupt in die Medien reinzukommen. Also das konnte ich mir gleich abschminken, das haben mir damals die Lehrer auch alle gesagt. Zu viele Bewerber, zu wenige Stellen, obwohl das Funkhaus in der Lepanstraße damals, ich glaube, zehntausende Mitarbeiter hatte. Aber sei es drum, dann kam die Wende und durch Zufall hatte ich jemanden vom damaligen Jugendradio kennengelernt und er sagte, besuch mich doch mal. Und das war eigentlich so der Beginn, dass ich mal in den Funkhaus reingeschaut hatte. Ich war dann auf einmal da, war dann Redaktionsassistent, war freiberuflich, dann fest angestellt, dann über den MDR Sputnik nach Halle gekommen, dann wieder nach Berlin gewechselt zum Inforadio. Und in der gleichen Zeit war die Börse auf einmal wesentlich interessanter, war wesentlich präsenter durch NTV. Ich hatte dann immer die Zahlen mir angeschaut, mir die DAX-Stände gemerkt und dachte, da bewegt sich ja irgendwas. Wie funktioniert Börse? Das war für mich immer die große Frage und ich habe da täglich meine Antworten auf NTV gekriegt. Und dann kam das Internet dazu, wo man natürlich alles nochmal nachgucken konnte. In Berlin damals beim Inforadio hatten dann die Leute vielleicht gedacht, da kennt sich ein bisschen mit Börse aus. Und ich habe meine ersten Beiträge gemacht im Radio und später dann, als ein Kollege von Berlin nach Frankfurt gewechselt ist zu Bloomberg, hatte ich damals dann ein Jahr später den gleichen Weg genommen. Man wollte die Börsenkompetenz hier von Bloomberg in Frankfurt ausbauen und dann irgendwann landete ich hier in der Stadt und hier vor der Kameraposition, mitten in der Börse und das zu einer Zeit, wo ich nach Frankfurt kam und der DAX gerade ging. Im Großen und Ganzen war dann der Weg nach 6 Jahren für mich erstmal bei Bloomberg beendet und ich bin zu NTV gewechselt und da bin ich heute immer noch. Ja, cool, danke. Was mich persönlich interessiert, ist auch mal, ob du manchmal ein wenig erdrückt bist, weil ja doch die Augen auf dich starren und gerade die privaten Haushalte und Ähnliches fixieren sich ja eben auf Sender wie NTV oder auch andere und versuchen dort ein bisschen am Börsengeschehen teilzuhaben. Und es gab ja Zeiten, wo tatsächlich auch die Privatanleger im Markt durchaus aktiv waren. Ist es für dich so etwas, was dich manchmal belastet? Ich bin ja nicht verantwortlich dafür, was die Privatanleger machen. Es ist heutzutage ja eine Mode geworden, dass man eine Entscheidung trifft und sollte das in die Hose gehen, dass man dann einen Verantwortlichen dafür sucht. Das war damals 2000 auch so gewesen und ich denke, hier sind die Privatanleger deutlich klüger geworden aus diesen Erfahrungen. Ich verstehe mich nicht, dass ich den Leuten jetzt sage, kauft jetzt das, verkauft jetzt das, sondern ich bin hier Dienstleister der Informationen, die wir alle hier an der Börse kriegen, ob über Agenturen, ob aus dem persönlichen Gespräch mit Börsenhändlern, dass ich das transportiere und das schon kommentiere, aber ich sage den Leuten nicht, kauft jetzt das, verkauft jetzt das, macht jetzt das. Ich gehe davon aus und ich wünsche mir auch, dass die Leute selbst wissen, warum sie irgendwas tun, dass sie eine Entscheidung treffen und auch dahinter stehen. Das also geht eine Selbstverantwortlichkeit. Eine Selbstverantwortlichkeit auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo die Leute heutzutage ein bisschen genauer drauf schauen als noch vor ein paar Jahren, als die Börsengurus noch unterwegs gewesen sind. Na gut, also zu der Zeit ist ja auch jeder auf den Zug aufgesprungen. Und ich meine, das hat, glaube ich, Costolani schon gesagt, dass er gesagt hat, wenn mein Friseur mir Tipps für Aktien gibt, dann ist es Zeit zu verkaufen. Und ich meine, das war ja die Zeit am neuen Markt und Ähnliches. Da hat jeder eben gesagt, also da Neuemission, ich habe Glück gehabt, ich habe 20% bekommen von dem, was ich bestellt hatte und so weiter. Und am Ende sind sie halt alle mit einer langen Nase aus dem Markt wieder raus. Ja. Heute ist es ja so, dass die Taxifahrer, wenn das schon mal das Thema auf Aktien kommt, ach komm, geh weg mit Aktien. Die Nachbarn sagen, Aktien, pfui, bah, das will ich überhaupt nicht haben. Damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich will sicher mein Sparbuch haben. Ich will mein Geld in Sicherheit wissen. Es ist keine Zeit für Aktien im Moment. Die Stimmung ist gar nicht für Aktien, sehe ich nicht. Also es ist ja auch nicht so wahnsinnig viel Volumen im Markt. Was mich persönlich nochmal interessiert, ist deine Einstellung zu Nahrungsmittelspekulationen. Ich sag's mal so. Meine Oma, sehr kluge Frau, 85 Jahre alt, hat mir als Kind schon gesagt, mit Essen spielt man nicht. Und ich bin der gleichen Meinung. Mit Essen spielt man nicht. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wenn Geld Rendite sucht,
die Moral auf der Strecke bleibt. Man kauft Futures am Weizenmarkt, am Reismarkt, am Markt, wo Essbares gehandelt wird. Und wenn es wahnsinnig viel Geld sucht, gibt, was wahnsinnig viel Rendite sucht, dann drückt es die Preise zack durch die Decke. Wir hatten das beim Reis gesehen. Wenn einige Leute oder viele Leute dicke Prozente darauf haben, muss man immer daran denken, dass auf dem anderen Ende der Welt die Leute sich nicht ihre 3 Reisschüsseln am Tag mal leisten können. Sie hungern, vielleicht sogar daran sterben. Und dem ist ja so, dass es zu wenig Nahrungsmittel gibt in verschiedenen Ländern der Welt. Also deshalb sage ich, Finger weg von Spekulationen mit Lebensmitteln, wobei man diese Terminmärkte nicht verteufeln soll, dass es sie gibt. Man sollte sie eher regulieren. Das heißt, einfach dafür sorgen, dass die Terminmärkte nicht so überbenutzt werden, dass die Renditen die Rolle spielen, sondern dass tatsächlich das Geschäft zwischen dem Produzenten und dem wirklichen Käufer hinterher zustande kommt, dass die sich einfach absichern können über Kontrakte. Es ist ja was Sinnvolles, wenn ich jetzt ein Bauer bin und ich habe mein Feld mit Weizen bestellt und die Weizenpreise sind beispielsweise hoch, dann sage ich, ich verkaufe auf Termin meinen Weizen, ich bekomme das Geld in die Hand und ich kann damit viel besser planen. Ich kann planen, was ich für Dünger ausgeben kann, ich kann planen, was ich für Diesel brauche, was ich für Angestellte brauche. Es ist für mich planbarer. Aber wenn Leute in den Markt reinkommen, die eigentlich nichts da verloren haben, dann kippen diese Märkte und da sieht man Großkapri holen, die am anderen Ende der Welt andere Leute in große Schwierigkeiten bringen. Ja. Jetzt gerade kürzlich hatten wir den Japan-Bailout, wo nochmal 500 Milliarden in den Markt reingeschossen wurden von der Bank of Japan. Was war hier die Stimmung an der Börse, als das passiert ist und auch jetzt gerade speziell im Hinblick auf die, ich sag mal, in Aussichtstellung des nächsten Blankoschecks von der Fed? Wie wurde das hier an der Börse aufgenommen? Wurde es gefeiert oder... Also von Feierstimmung war nicht die Rede, wenn vielleicht auch an dem Tag die Kurse ein bisschen gestiegen sind. Längerfristig gesehen in den letzten Monaten hat sich relativ wenig getan, aber es scheint sich inzwischen rumzusprechen, dass Schwierigkeiten einfach zu lösen sind mit noch mehr Geld. Das ist das alte Prinzip, was man seit 1970 immer gemacht hat. Die Zinsen wurden nach unten dirigiert. Ich sage bewusst dirigiert. Jetzt ist man bei Null und man merkt in Amerika, es tut sich nichts. In Japan, es tut sich nichts. Also muss man in diesem Instrumentarienkasten nach Dingen suchen, die man dann wunderbar benennt mit Quantitativ Easing, mit Liquiditätsspritzen und dergleichen. Und wenn es nicht reicht, gibt es noch was obendrauf. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir in Situationen sind, wo diese Nachrichten eigentlich gar niemand mehr großartig umwerfen, weil diese Sache ist eine Kleinigkeit, die inzwischen an der Börse so stattfindet, die gar nicht mehr so Beachtung findet. Ja, die werden was tun und man verlässt sich darauf, dass man was tut. Sie müssen es tun. Also, wenn man sich das anschaut, also QE1 hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also sonst wäre ja kein zweites Paket notwendig. Moment. Ohne QE1 wäre es schon vorbei. Würde man vielleicht jetzt Baumrinde fressen, würde ein Kollege jetzt sagen. QE1 hat die Welt erstmal vor dem Implodieren gerettet. Okay. Dass es nicht genügend war, um ins Wachstum überzugehen, wie man in Amerika zum Beispiel sieht, das ist eine andere Frage. Aber dafür kann man ja QE 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht wie viel. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, Sie haben ja, glaube ich, eine Stelle mehr mittlerweile oben an der Uhr angeschraubt. Das heißt, da kann man dann auch ruhig nochmal überspringen. Also habe ich jetzt erfahren. Ja, die Verschuldungssituation in Amerika, die ist natürlich gewaltig. Das sind knapp 13 Billionen US-Dollar. Wer erzählt, dass man das zurückzahlen kann, der glaubt wahrscheinlich auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Man hat irgendwo die Sehnsucht auch danach, dass man diese Schulden verwässert mit neuem Geld. Inflation ist angenehm für einen Staat, weil die Schuldenlast wird einfach weniger. Man kriegt es aber nicht in die Reihe. Jedenfalls die Statistiken sagen andere Dinge. Die Notenbanken erzählen in Amerika Deflation, Deflation, Deflation. Anlagepreise steigen allerdings. Ich bin mir nicht so sicher, ob man hier wirklich Deflation wirklich sieht oder ob man diese Deflation als Alibi braucht, um noch mehr Geld in den Markt reinzuschleusen. Dass man sagt, es gibt einen Grund, wir machen das jetzt. Ja, da können wir ja gleich mal dazu kommen. Du betreibst ja auch selber einen Blog, wenn ich mich irre, blog.frank-meyer.tv, wo du auch sehr stark zum Beispiel auf Silber eingegangen bist in der letzten Zeit, eine sehr, sehr schöne Serie. Du als Silberback, erwartest du denn, dass jetzt diese neuen Liquiditätsschwemmen, die wir ja nun im Markt haben, sich nochmal auf den Preis auswirken? Also Silber kommt ja jetzt gerade wirklich vom sehr niedrigen Niveau und scheint momentan nicht aufzuhalten zu sein. Also es war immer so, es war bei 11 Dollar eine Weile ein ziemlicher Deckel drauf.
und dann hat sich so langsam da durchgeschlängelt. Aber mittlerweile, es ist ja wirklich nach oben offen. Wie siehst du das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ob der bei 20 Dollar steht oder bei 16 Euro oder bei 23 oder was ein Chart sagt, ist mir völlig schnuppe. Weil wenn ich Silber in Dollar messe, messe ich Silber in irgendwas, was man auch in Yen messen kann, in Euro messen kann. Ich glaube, es ist interessanter, die Unzen anzuschauen. Was so eine Unze wert ist. Eine Unze über den Wert definiert, über die Eigenschaften des Silbers. Silber ist unverzichtbar heutzutage. In der Industrie werden über 50% des Silbers verbraucht. Das ist weg. Gold, da werden die kleinsten Reste recycelt. Ich finde diese Twitter-Angelegenheit bei Silber zum einen monetärer Aspekt und zum anderen der industrielle Aspekt finde ich sehr interessant. Vor allem der Silbermarkt ist eigentlich ist ein Furz in der Finanzwelt. Das sind 26, 27, 28 Milliarden US-Dollar. Das verbraucht, ich glaube, die amerikanische Treasury gibt es innerhalb von Tagen raus. Das ist ein ganz, ganz kleiner, aber essentiell wichtiger Markt. Dass man mich jetzt Silberback nennt, halte ich vielleicht für eine Übertreibung. Ich gucke mir bloß die fundamentalen Daten an. Und die fundamentalen Daten finde ich einfach klasse. Selbst auf diesem Preisniveau ist es natürlich viel teurer geworden als in den letzten Jahren. Es spricht sich so nach und nach herum, dass Silber was ist, was man anfassen kann im Vergleich zu dem, was man Vertrauen nennt heutzutage. Es gibt riesige Mengen an Papiergeld und es gibt eine begrenzte Menge an Edelmetallen, auch an Silber. Und das Verhältnis des einen zum anderen findet irgendwie ein Stückchen näher zusammen. Ich finde einfach, Silber ist eine klasse Geschichte, sowohl fundamental als auch monetär. Und deshalb finde ich, dass Silber im Vergleich zu anderen Dingen auf der Welt unterbewertet ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Es gibt andere, die sagen, das ist völliger Blödsinn. Also da stehe ich absolut bei dir, weil wir auch das Gold-Silber-Ratio ist ja historisch gesehen wirklich unterirdisch momentan. Also ganz genau habe ich es gerade nicht auf dem Plan, aber es ist auf jeden Fall weit weg von dem historischen Mittel, irgendwo bei 15. Ja. Im Moment kostet Gold das 60-fache von Silber, obwohl Silber nur 15-mal so häufig vorkommt in der Erdkruste wie Gold. Ist da noch eine andere Geschichte mit dahinter. Dieses Ratio ist ja ganz nett, wenn man so diese Charts sich anschaut. Ich finde Charts eigentlich immer ganz interessant, aber das mache ich nie abhängig davon, ob was ich jetzt daraus jetzt lese oder was ich dann tue. Silber kann in der Industrie durch relativ wenig Sachen ersetzt werden. Soweit ich weiß, eigentlich gar keine. Und immer mehr kommen auf den Markt und greifen auf den Silbermarkt zu, von der Industrie vor allem gesehen. Die Anleger, die müssen sich heute entscheiden, wenn sie irgendwas im Edelmetallbereich machen, kaufen sie eine Unze Gold, dann müssen sie 1000 Euro auf den Tisch legen. Oder kaufen sie eine Unze Silber, das kostet, ich glaube, 20 Euro im Moment. Silber ist durch nichts zu ersetzen, aber Gold ist durch was zu ersetzen. Wenn man den monetären Aspekt haben will, da hat man dann als Substitut Silber. Ja, oder egal, Ackerland, es ist ja völlig egal, wenn man sichern will, das Geld, gibt es da sehr, sehr schöne Möglichkeiten, auch im Metallbereich.